Hi, André hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Acer auf der Computex in Taipei und wir haben hier das neue Acer Iconia B1710. Das ist die Neuauflage des B1, das Anfang des Jahres, im Januar erschienen ist. Das ist also die Neuauflage. Was sie hauptsächlich getan haben, sie haben das Design dem Acer Iconia A1 angepasst, das ja gut vor einem Monat in New York vorgestellt wurde. Die Rückseite hier ist jetzt deutlich hochwertiger und zieht nicht mehr so stark Kratzer an, wie es beim vorherigen B1 der Fall war. Sieht besser aus, das auch. Gehen wir mal ganz schnell um das Gerät herum. Wir haben hier oben eine Kamera, dann haben wir hier weiter unten einen Micro-USB-Anschluss und hinter der Klappe da, das seht ihr hoffentlich, ein Micro-SD-Kartenslot. Bei der 3G-Variante wird dort dann auch der SIM-Kartenslot stecken. Die 3G-Version wird so gegen Juli erscheinen, das Iconia B1710 in der jetzigen WLAN-Version soll aber schon in diesem Monat auf den Markt kommen. Was haben wir hier an der Seite? Wir haben ein Mikrofon, zwei Buttons, um die Lautstärke zu regeln, sowie ein Power-Button. Oben dann ein Headset-Port. Auf der anderen Seite gibt es sonst weiter nichts. Und auch auf der Rückseite gibt es keine Kamera, dafür nur hier unten so ein Lautsprecher. Gut, das war's, was das Design entspricht. Hier drin haben wir einen 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor von MediaTek sowie 1 GB Arbeitsspeicher. Das ist ganz gut, denn beim Vorgänger waren nur 512 MB Arbeitsspeicher verbaut und die Performance mit Android 4.2 Jelly Bean ist hier auf jeden Fall deutlich besser, vor allem wenn ihr mehrere Apps offen habt. Was mir nicht so gefällt, ist das 7 Zoll Display, denn das hat sich anders als die anderen Daten nicht verändert. Das ist kein IPS-Display, die Blickwinkel sind nicht ganz so gut. Auflösung liegt bei 1024x600 Pixel. An sich hat sich schon ein bisschen was verbessert im Vergleich zum Vorgänger, dass er relativ erfolgreich war. Allerdings wird es Acer mit der Neuauflage des Iconia B1 recht schwer haben, denn Asus hat mit dem MemoPad FAD 7 einen recht starken Konkurrenten angekündigt, der nur $129 kosten soll. Das hier, ich meine 139, wobei Acer da sicher was anpassen wird. Aber auf jeden Fall hat das Modell von Asus einen Quad-Core-Prozessor und ein 720p IPS-Display und da müsste Acer eigentlich nachbessern. Vielleicht werden sie den Preis entsprechend in den kommenden Wochen senken. Gut, das war ein schnelles Hands-on mit dem Acer Iconia B1 710. Ich bin André für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.